Ihr habt es natürlich schon am Intro erkannt. Es ist Champions League Zeit. Die zweite Phase des Achtelfinals steht bevor. Diese Woche, Dienstag und Mittwoch, die vier Spiele, die letzten vier Spiele des Achtelfinals von den Hinspielen. Dann wissen wir, wie alle Mannschaften in die K.O.-Phase gestartet sind. Und wir haben richtig spannende Partien, nachdem wir ja letzte Woche schon mit dem 4:1 Heimsieg von Atalanta Bergamo eine richtige Überraschung hatten. Atalanta Bergamo, richtig das Überraschungsteam. Und das bringt mich auch gleich zu der Frage, was denkt ihr denn, wer kann dieses Jahr die Champions League gewinnen? Ich habe keinen so richtigen Favoriten. Ich glaube, es sind wieder mal viele starke Mannschaften dabei. Aber mich würde es natürlich brennend interessieren, was ihr denkt. Schreibt es in die Kommentare, wer für euch der Champions League Favorit ist und vor allen Dingen auch warum. Und jetzt schauen wir am Montag auf die Partien, die wir haben, auf die vier Partien, die wir haben. Aber bevor wir das machen, würde ich euch noch bitten, subscribed, falls ihr neu hier seid, auf meinem Channel. Bundesliga-Videos, jetzt auch Champions League-Videos, ganz neu. Wenn ihr Bock darauf habt, einfach subscriben und lasst mir ein Like da. Jetzt starten wir aber direkt rein ins Video mit den vier restlichen Achtelpartien des Tages oder der Woche. Starten wir rein ins Video. Let's go! Und wir starten gleich mit einer sehr, sehr interessanten Partie. Ein Klassiker in der Champions League. Der FC Chelsea empfängt den FC Bayern München und damit spielt der Tabellenvierte aus der englischen Premier League. Der empfängt zu Hause den FC Bayern München, der Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist. Beide Mannschaften am letzten Ligaspieltag mit Siegen zur Generalprobe. Chelsea auf der einen Seite mit einem 2:1 Heimsieg gegen Tottenham Hotspur, sehr wichtig in der Liga. Und auf der anderen Seite, der FC Bayern München hat gegen den SC Paderborn die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga behauptet, allerdings eher knapp. Daher sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber aus der Historie wissen wir, deutsche Mannschaften immer mit Problemen in England, auch wenn wir letzte Woche gesehen haben, dass RB Leipzig bei Tottenham Hotspurs gewinnen konnte. Aber ich glaube, dass Bayern München seine Probleme haben wird auf der Insel. Ich glaube allerdings, dass das Spiel auch nicht für Chelsea ausgeht. Mein Tipp in dieser Partie ist ein 1:1 Unentschieden und damit eine hervorragende Ausgangslage für den FC Bayern München für das Rückspiel. Bevor wir weitermachen, würde ich allerdings auch gern eure Tipps in den Kommentaren lesen. Also nicht nur schreiben, wer Champions League-Sieger wird und warum, sondern gerne auch eure Tipps schreiben. Ich lese mir alles durch und es interessiert mich wirklich, was ihr tippt und ja, die Unterschiede zu sehen zu meiner Analyse und zu meinen Tipps. Unser nächstes Spiel ist, da empfängt Neapel Barcelona, den großen FC Barcelona. Und der hat am Wochenende natürlich vor dem Clásico, der dann am nächsten Wochenende gegen Real Madrid stattfindet, einen großen Schritt gemacht, denn Barcelona hat von Real Madrid die Tabellenführung übernommen. Barcelona gewonnen durch einen Viererpack von Messi, habt ihr sicher mitbekommen. Und Real zugleich 1:0 verloren. Das heißt, sehr, sehr gutes Momentum in der Liga für Barcelona. In der Liga läuft es hingegen für Neapel nicht so gut diese Saison. In den letzten Saisons eigentlich immer der standardmäßig Zweite hinter Juventus Turin, der SSC Neapel. Aber in dieser Saison nur auf Tabellenplatz 6, noch hinter Atalanta Bergamo und der Roma. Das heißt, Barcelona für mich der Favorit, weil auch natürlich dank Messi immer noch einer der Favoriten auf den Champions League-Titel insgesamt. Neapel schätze ich diese Saison nicht so stark ein wie in den letzten Saisons. Deswegen glaube ich auch an einen Auswärtssieg tatsächlich schon von Barcelona, die damit natürlich eine super Ausgangslage haben und eigentlich zu Hause
nur noch ja, den Sieg verwalten müssen, das Weiterkommen verwalten müssen. Barcelona ganz klar mein Favorit. Auswärtssieg 2:1 bei Neapel, die einfach diese Saison für mich zumindest nicht so stark wirken. In unserer dritten Partie empfängt Olympique Lyon die alte Dame Juventus Turin. Und in dieser Partie gibt es für mich, oder in dieser Auseinandersetzung, gibt es für mich nur einen Favoriten. Und das ist ganz klar Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo, der in der Liga, glaube ich, seit 11 Spielen jetzt hintereinander immer ein Tor gemacht hat. Und die Juventus Turin ganz klar mit Cristiano Ronaldo der Favorit in dieser Partie. Juventus auch wieder Tabellenführer in Italien. Und wie gesagt, Cristiano Ronaldo in 2020 richtig, richtig stark. Und ich glaube, er wird auch dieser Partie in Lyon und diesem ganzen Duell gegen Lyon seinen Stempel aufdrücken. Lyon auf der anderen Seite sage und schreibe 28 Punkte hinter dem Tabellenführer PSG. Nur auf Rang 7 in Frankreich. Die glorreichen Zeiten, wo ja, Olympique Lyon Serienmeister in Frankreich war, sind längst vorbei. Sie haben es durch die Gruppenphase in der Champions League geschafft. Großen Respekt dafür schon mal. Aber jetzt hat man mit Juventus ein zu starkes Los gezogen. Im Hinspiel kann man noch mithalten, 2:2. Mein Tipp in Lyon. Allerdings im Rückspiel dann wird sich Juventus deutlich durchsetzen. Dank der Tore eines Cristiano Ronaldos. Das letzte Duell diese Woche, meiner Meinung nach auch das geilste, das spektakulärste aus jeder Hinsicht. Der Tabellenzweite aus Spanien, Real Madrid, empfängt ja Manchester City, den Tabellenzweiten aus England. Und für Manchester City alles überschattet natürlich die 2-Jahres-Sperre in der Champions League, die letzte Woche verkündet wurde, falls das durchkommt. Große, große Probleme für Manchester City in den nächsten Jahren. Aber dieses Jahr haben wir sie noch in der Champions League. Allerdings bei der Auslosung hat Pep Guardiola mit seinem Team nicht wirklich Glück gehabt. Bei Real Madrid wird es sehr, sehr schwer für diese Mannschaft auch zu bestehen sein. Allerdings ein sehr, sehr interessantes Duell. Auch an der Seitenlinie Zinedine Zidane auf der einen Seite für Real Madrid gegen Pep Guardiola mit seinem Spielstil von Manchester City. Sehr, sehr spannende Partie und ich glaube, das hochklassigste Achtelfinale von allen Partien, die gespielt werden. Im Hinspiel glaube ich, dass sich Real Madrid zu Hause durchsetzt, auch wenn es in der Liga zuletzt ein Unentschieden und eine Niederlage gab. Glaube ich, in der Champions League ist einfach Real Madrid noch was anderes mit diesen Fans im Estadio Bernabeu. Im Rückspiel dann, ich glaube, wird es eine sehr, sehr offene Sache sein. Manchester City auch sehr stark zu Hause und dann wird es so die Tagesform sein, wer im Endeffekt sich durchsetzt. Im Hinspiel glaube ich, dass Real Madrid zu Hause 2:1 gegen Manchester City gewinnt und damit ja so eine zwiegespaltene Ausgangssituation hat. Auswärtstor natürlich sehr, sehr wichtig für Manchester City. In solchen Duellen kann das schon ja, die halbe Miete sein, wenn du einfach auswärts dein Tor gemacht hast. Das war's schon wieder mit den Tipps und der Vorschau zur Champions League in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt auf die 4 Partien, meiner Meinung nach sehr, sehr hochklassige, sehr, sehr interessante Partien. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Champions League Partien. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn das nächste Video kommt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Overskilled Gaming, das war's mit dem Video. Ich bin raus. See ya!